meiste Gereiste reisen selten bis Elba. Dann machtet euch halt selber. Hallo Manala, heute will ich euch mal wieder was am Basteltisch zeigen. Und zwar habe ich in Action for Real True Thief gewickelt. Ja, mit der Schaltung auf Plus und einen Kondensator über der Basis, sage ich jetzt mal, also ein RC-Glied an der Basisansteuerung. Am Eingang seht ihr 2,5 Volt, ich gehe jetzt mal auf 2,6. 0,6 müssen wir hier abziehen, also die Schaltung läuft jetzt mit 2 Volt. Und wie ihr hier seht, oder eventuell noch nicht, so ist besser, so 14,14 Milliampere zieht die Schaltung. Und ich wollte euch einfach mal zeigen, wenn man jetzt den Kondensator wegmacht, das ist eine 45 Volt LED, was dann der Effekt ist. Zum Beispiel, ist nur mal ein Beispiel, ne? Ich mache jetzt den Kondi raus. Wir ziehen 18 mA und die LED, seht ihr, ist wesentlich dunkler geworden. Ich stecke es jetzt nochmal rein. Muss man natürlich auch ein bisschen gucken, den richtigen Kondensator, sage ich mal, ne? Und sind wir bei 14 mA und heller, ne? Explizite Werte ist jetzt hier nicht interessant. Ich wollte euch einfach nur mal den Effekt zeigen, dass wenn ihr meine Schaltung gegen Plus modifiziert und meinetwegen den Kondensator wegnehmt, ne, ist eben dunkler, es zieht mehr, ist dann halt schlechter. Also der Vorteil, den ich euch dann gezeigt habe, der ist dann halt weg. Da habt ihr dann das, was ihr original bzw. vorher gehabt habt, das ganz normale. Die normale True-Thief-Schaltung eben, wenn ich das rausmache. Und ihr seht das auch nochmal wesentlich ineffizienter. Und ja, würde ich euch nicht empfehlen. So, dann habe ich da mal noch eine zweite Sache, die mir oft gefallen ist. Und zwar habe ich hier mal 220 Ohm-Widerstände parallel, dass ich auf 10 Ohm komme. Und wir machen die Widerstände jetzt mal, ja, in Minus rein. Und gucken mal, was ich dann ändert. So, also wie ihr seht, es verbraucht weniger Strom, ist natürlich auch dunkler. Ohne den Widerstand ist es heller und zieht nur minimal mehr. Ne? Also hier wird halt jetzt Energie halt auch in dem Widerstand verheizt. Ne? Ich hoffe mal, das kommt im Video so rüber. Ich muss jetzt selber mal aufs Video gucken. So. Ja, also das sieht man schon. Ne? Das ist schon ein signifikanter Unterschied. Ja, normal müsste man jetzt noch hier mit dem Luxmeter das richtig aufbauen und so. Aber ich denke, das sieht man doch so schon. Ne? Also, ja. Ich kann euch noch ans Herz legen, meine Videos noch mal anzugucken und das zu versuchen, 1:1, so wie ich das gesagt habe, nachzubauen. Ne? Dann vielleicht auch mal einen Vergleich machen, dass ihr euch mal ein normales True-Thief aufbaut, dass ihr wirklich auch seht, worum es geht. Ne? Wie gesagt, zum Beispiel hier sowas. Wir können ja mal probieren, dass wir den, das habe ich jetzt auch noch nicht probiert, wir tun jetzt mal den Vorwiderstand fest reinmachen. Oder fälschlicherweise Messwiderstand gesagt. Ne? Und mal gucken, was passiert, wenn ich jetzt den Kondi rausmache. Ach so. Ja. Also, ihr solltet schon, wenn er versucht, das oder versuchen wollt, das nachzumachen, ja, vielleicht muss ich dann noch ein paar Infos raushauen oder so, aber hier seht ihr es mal. Ne? Kondi raus mit dem Vorwiderstand, da geht überhaupt nicht mehr. Ja, kann man machen, ist dann halt aber scheiße. Ne? Also, ich habe die Schaltung damals extra, die Werte, die ich euch reingehauen habe, da habe ich 2-3 Tage rumprobiert, dass ich eben euch die Werte so geben kann, wie sie sind, sage ich mal. Das Ähnliche, was sich halt sehr variiert, ist der Kondensator von dem RC-Glied. Das habe ich auch in die in den Schaltplan reingeschrieben. Ich glaube, vom E-Nano bis 100 oder irgend sowas. Da müsst ihr tatsächlich ein bisschen rumprobieren. Ne? Es kann natürlich sein, wenn ihr jetzt einen riesen Kondensator nehmt, dass es dann beschissener wird oder besser. Also das ist halt ein bisschen, ne? Je nachdem wie die Wicklung ist, wie eure Verbindungen, blablabla, das variiert der Kondensator. Ne? Und hier seht ihr schon, ne? Ich könnte das jetzt auch wahrscheinlich irgendwie so hintunen, dass die LED irgendwie leuchtet, aber das ist halt dann richtig scheiße. Ne? Das ist, also was ist scheiße, das originale True-Thief, sage ich mal. Ne? Und zack, machen wir den Kondi rein, auch mit den
Messwiderstand ist zwar immer noch beschissener, und wenn ich den jetzt rausmache, haben wir dann das, worum es geht. Also keine Ahnung. Ich kann euch nur den Tipp geben, baut mal ein normales Joule-Div mit denselben Bauteilen und meine Geschichte und dann vergleicht die zwei Geschichten. Und ja, wenn ihr das gesehen habt, dann könnt ihr auch mal rangehen und mit der Geschichte versuchen, in Step-Up oder so zu schlagen. Da sind die Chancen gut. Tschüssi.